Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar level ich heute meinen Drusilla wieder ein bisschen weiter, mittlerweile auf Stufe 72 und wir wollen wieder ein paar Dungeons machen. Und dazu sind wir wieder in der Streamgruppe unterwegs und ja, rocken hoffentlich wieder ein paar Dungeons durch. Jetzt gucke ich mal, einen Trank brauchen wir noch und was mir eben gesagt wurde, ich sollte mir vielleicht mal das schnelle Fliegen noch kaufen. Das müsste, oder geht es erst ab 80? Ich bin gerade. Nee, ich glaube, das erste Fliegen, schnellere, das konnte man sich vorher schon kaufen. Bevor wir in die Instanz reingehen, muss ich noch einmal kurz zum Händler. Ich habe mir sogar ein bisschen Gold geschickt gehabt, ne? Also, das sieht ganz gut aus. Ja, gut. Ja, das habe ich. Das Gold habe ich alles. Kein Stress. Hier haben wir den Typen. Ah, siehste. Ja, stimmt, und das ganz schnelle, das konntest du dann ab 80 kaufen. Was dann halt nur noch ein paar Dings Bollwerk. umsehen. Ah, ja, okay. Ja, Bollwerk. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Ich hab dich. Ich hab noch gar nichts gebulden, er sagt, er hat mich. Ich hab dich, zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Als Zieh wirst du durch, den ich hab Boss dich noch mal auch. machen. Bleib stehen, Ich hab bleib dich auch. stehen. Bin voll gestunt. Ja, bleib stehen, bleib stehen. Bin. Er ist gestunt. Bleib Ich stehen. will. Haben Jetzt mal. wir die Mobs weg? Gut, dass du mir das ansagst, wie Es, Mobs erkannt ich will auch das, was er sorry, geraucht hat. ich kann nichts sagen, ey. Dann müssen wir nur sagen, dass ich atmen soll, oder kriege ich das alleine hin? Tut mir leid. Ja, super, jetzt haut kein anderer mehr auf den Schaden des Zorns drauf, jetzt muss ich den selber machen. Hier mal ein bisschen in Trouble. Moment, ich muss Ich schnell den zieh auf Schaden. dich durch, ich zieh auf dich durch. Ja, mach das mal, ich muss den Schaden des Zorns Hab umboxen. dich. Boah, das war aber knapp. Oh, ich hatte. Hä? Hab ich den schon mit dem Char? Ich hab kein Loot gekriegt, was ist da los? Da war bestimmt das Mount drin. Ja, wahrscheinlich. Ich das Schade des Zorns Mount mein Krieg, ne? Hier haben wir den Boss mit. Lassen wir jetzt einfach aus. Ich weiß gar nicht, ob du den, ob es irgendeinen Punkt gibt, dass er am Rand läuft, dass du vorbeilaufen könntest und den Boss skippen könntest. Nee, gibt's nicht. Zieh mal was, zieh mal was. Naja, alles gut. Solange die Dings sterben, die Heiler. Oh, der Mob kommt. Schnell weg da. Okay, einen Main geaddet. Pull. Naja, wer kriegt den Mond des Versagens? Ob bitte nicht im Mund des Versagens, da habe ich schon ein Trauma. Gebrandmarkt. Da habe ich echt schon ein Trauma. Das wirkt halt immer noch nicht. Der Spritzer. Macht er Chill mal denn? kurz, chill mal kurz, der da. Ja, du, ich kann. Wenn ich die Mobs gepult habe, dann kann ich dir nicht sagen, hier, ne? Chillt mal. Dieser Einfach Heiler mal hat gerade kurz zurück, Trouble. dann kommen wir zurück. Wir können leider jetzt nicht ganz so viel machen. Ich hab die Mobs, ich hab die Mobs. Nee. Zieh durch, einfach, zieh einfach durch. Den Puff hier. Stimmt, ich habe ja einen Buff für dich. Hast du deinen Engel ab? Ja, hab ich jetzt ab. Uiuiui. Ja, du sollst sie mir geben. Den gebe ich auch dir. Kein Problem. Wir haben die Gammelmobs gepult, die wir gar nicht brauchen, sondern den ganzen Scheiß an der Hacken. Wenn ich mal einen Kick echt hätte hier. Chill mal kurz. Also, wenn ich jetzt mal wirklich, chill mal kurz. Darf ich auf Use gehen? Mana Waste, Mana weg. Hilf den einen da mal, dass er. Ja, du kannst jetzt recken. Setz dich hin.
Nee, einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. Hä? Du hast doch bestimmt ein paar Sales-CDs, oder? Ich kann mich selbst heilen. Ja, also. Aber jetzt kannst du dich halt nicht mehr hinsetzen. Was machst du dann noch? Ich mach einfach Damage. Nee, er macht halt Calls, ne? Ist auch wichtig. Ist auch wichtig, ne? Einer muss schon was callen. Oh. Ach ja. Schade, das 20 ist wieder im Start. Hier ist keiner mehr. Oh doch, da haut einer drauf. Perfekt. Der war schnell da. Und ich habe wieder keinen Mount gekriegt. Bitte. Würdest du eigentlich, jetzt mal theoretisch, würdest du eigentlich richtig rumschreien wie so ein kleines Gamer-Kiddy, dass du das Mount hast? Nein, ich doch nicht. Nein, ich hab ja auch nicht bei. Den würde ich ja nie tun. Ich hab da auch nicht bei anderen Bossen was umgeschüttet und so, weißt du? Du kennst meinen Rücken mal. Mein Rücken mal kill nicht, ne? Was ist dir lieber, ne? Ist das, Was ist denn eine neue Tastatur? Ja? Oder das Charmount? Charmount? Ich hab doch eine Tastatur, keine Ahnung. Charmount hab ich halt nicht. Geil. Ja, du weißt, du kommst. Also, ich dachte mir, du kannst sie irgendwie skippen, aber das kannst du vergessen. Komm mal durch. Weiß mich hoffentlich, ne? Bin voll im Stun. Ich hasse dich. Darf ich umskillen, bitte? Sagt der immer durch, ne? Was macht denn der andere Typ hier? Hätte nicht mal mehr Hand auflegen, glaub ich. Ja, es. Ich hab mir halt gedacht, er drückt mir auf jeden Fall eine. Ich hab die Engel gedrückt. Ich hab die Engel gedrückt. Ja, das aber war wohl ein bisschen zu spät. Ja. Ja, Heal war durch, ne? War am Kasten. Da kriegst du den Call, zieh durch, bis im Stun, bis tot, denkst du, ja, die Mobs haben durchgezogen, ne, das habe ich gemerkt. Die waren voll da drauf. Die sowieso. Und der Pico, der würde auch eine Heilung nehmen. Oh, geht schon. Hat er einen Eisblock. Hey, wo sind die ganzen Viecher? Eigentlich sind da ein Haufen Unsichtbare hier. Oh, jetzt haben wir alle geedit. Und ich bin voll im Stun. 4, 3, 2, 1. Ich bin locked. 0. Okay, jetzt geht's. Ich hab die mal alle weggekickt. Ja, gut. Frost Nova ist auch nicht so verkehrt. Holla, die Waldfee hier. Ja, manchmal ein bisschen CC, nicht so schlecht. Eigentlich ist schon doof, dass der Paladin nur ein DD-Spec hat. Was willst du denn? Willst du einen Caster-Spec cool haben ist. Oder was? Das weiß ich nicht, auf jeden Fall ein der mehr Damage. Ja, gut. Paladin ist cool. Ja, die Heirloom-Items hast du. Ach ja. Wenn man die Mobs einzeln machen würde, wäre es ja langweilig, ne? Ach, ich bräuchte ein Item, was mir einen Stun-Schutz gibt. Komm, ich join jetzt irgendeiner Gammelgilde hier, dass ich keine Invites mehr krieg. Okay. Hilfe. Ja. Du bist einfach gerippt. Ich kann da nichts machen, sorry.
kann hier. Ich bin am Durchziehen. Tötet sie, tötet sie. Ich bin einfach. Okay, jetzt kann er mich auch nicht retten. Ich bin einfach am Durchziehen. Da kann ich nichts machen, sorry. Lauf, Mage, lauf. Was hast du denn so durchgezogen? Heilung. Falsch. Einfach nur am Durchziehen. Du hast die ganze Zeit nur am Koks schniefen. Die ganze Zeit am Durchziehen. Und es hat aber nichts gebracht. Ganze Heilung. Speed umsonst. Ja. Heilung hab ich durchgezogen. Also in meinem Todeslog ist eine einzige Heilung, die ist von mir selber. Kann meine nicht an. Sein. Kann überhaupt nicht sein. Ja, und das ist, der Deathlock ist halt nur 1,4 Sekunden lang, ne? Ja, weißt du, wie lange meine Heilung braucht? War mindestens 1,5 Sekunden. 1,6. Musst du halt mehr Speed durchziehen, dann geht das auch schneller, weißt du? Wenn du ein bisschen... Ja, mach mal ein bisschen mehr Tempo. Ja. Auf geht's. Warte, meine Heiler ist noch gar nicht da, oder? Ah, ja, gut. Der Boss ist schon gepullt. Dieses Hochwerfen, das hat aber Damage raus. Bist jetzt wahrscheinlich auch schon 61, oder? Mit deinem Char? Ja. Yep. Na gut, das ist natürlich blöd. Alter, okay. Das hat reingerotzt. Das hätten wir doch auf den Heiler warten sollen, hä? War doch da. Ja. Was steht zumindest nicht für das da? Komm mal ran jetzt schnell, komm mal ran. Töte die. Komm mal ran jetzt schnell. Die Mages sind irgendwie alle da hinten. Der Heiler wird hier verdroschen. Der muss mich doch retzen. Oh mein Gott. Ich kann nicht Battle retzen, Digga. Nein, du sollst mich dann retzen, wenn du überlebt hast. Aber die anderen haben dich... Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier... Wir nehmen uns alle in die Hand und laufen jetzt zusammen durch die Indie durch. Ich glaube, das ist besser. Wir machen jetzt hier mal den, ne, den Slow-Motion-Modus. Siehen, hast du schon mal DD gespielt? Kriegen wir hin, oder? Slow-Motion-Modus. Komm, ich geb dir einen Raw sogar, dann sind wir einen Ticken schneller. Dann zieht er sein Pferd, ne? Das war jetzt unnötig. Komplett unnötig, ja. Das war richtig unnötig. Es wird dann auch aufgefallen, dass es nicht stackt. Meisten Speeds-Sachen stacken nicht miteinander. So. Jetzt aber vernünftig. Warte. Ich bin noch nicht da. Ja, gut. Triggert bitte die Bomben nicht. Triggert bitte die Bomben nicht. Die natzen uns richtig weg. Weißt du, da liegen drei Bomben. Bist du irgendwie retarded? Rein. Bist du irgendwie retarded? Du hast alle Bomben getriggert eben. Alle. Ich bin extra reingelaufen. Weiß ich schon, wo ich so ein Damage kriege, wenn ich so einen Melee dabei habe, der einmal alles extra triggert. Unser Priest stirbt. Da los. Ist das geaddet? Bitte? Bitte was? Ob du was geaddet hast. Ich hab nichts geaddet. Hast du einen Mond verdient? Der hat bestimmt einen Mond verdient, da kommt jetzt gleich was nach. Bin in den Full Stand. Ach komm on, bitte nicht den Mond. Hast du den Mond schon? Konzentrieren. Jetzt rotz durch. Rotz durch den Mond, komm. Ich glaube, ich muss das nächste Mal, bevor ich mit Leuten zusammen level, so einen Test machen, ob sie nicht, ob die irgendwie komisch sind. Also. Willst du denn da jetzt anspielen? Niemanden. Als erstes musst du das Alter von 14 auf jeden Fall erhöhen, ne? Weiß nicht, 18.
Ich hab gesagt volljährig. Der 14-Jährige ist immer noch im TS auf Silence, falls du es nicht gesehen hast. Achso. Wer ist denn hier? Ich dachte, das ist der uns. Dein Kollege da, der wird den Boostrun mal fertig machen hier auf dem Stück. Was für ein Boostrun denn eigentlich? Von was redest du? Ich glaube, das hat er verwirrt. Ich weiß gar nicht, von was für ein Boostrun du redest. Also, wenn du jetzt immer noch von Anti sprichst, ich habe noch nie gehört, dass der irgendwas boostet. Boostet der nicht irgendwie den. In Gestand? Den 1-4er-Score oder so? Was für ein 1-4er-Score? Du meinst, Score gibt's nicht in der Arena, sondern in Dings, ne? Im M+. Ach so. Und Anti hat selber kein 1-4er-Score. Sondern sowas boosten. Bei mir in der Gilde boosten ein paar Mythic Plus. Aber Anti sicher nicht. Kann er überhaupt das? Ja, geht so, ne? Gleich kommt er. Sterben. Ja, die sind anderweitig beschäftigt. Tilar braucht hier Ads Hand auflegen. Das ist mir ja wie der Boss da hinten, was der triggert. Frag mich, wenn wir den Boss jetzt hier killen, ne? Und dann rüberlaufen, ob die dann nicht getriggert werden, die Mobs. Heil, es wäre sehr nett, wenn du mich. Aber schau, jetzt kommen sie alle. Ich glaube, wenn du den in dem Raum hier machst und die auf einen bestimmten Prozent gehen, dann drehen die Mobs frei. Ah, wieder weggesandt. Es dauert, glaube ich, länger, wenn du wartest, bis der Dude in den Raum reinkommt. Alter, kann er jetzt mal aufhören, mich die ganze Zeit in die Luft zu kicken? Ich hab die schon getriggert. So, jetzt wird's interessant. Wie viel Mana hast du? 11%. Ja, gut. Trink. Machen wir jetzt mal erstmal hier die beiden und dann, ne? Chillt, bis du wieder da bist. Ich glaube, wenn ihr nah dran steht, dann chargen die auch nicht, ne? Hat angehört wie so eine Nuckelflasche irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber warte mal. Ist der Heiler ist, glaube ich, kommt mal raus hier, raus. Der Heiler ist, glaube ich, immer noch nicht am Start. Doch. Nee, der ist wird ausgegraut. Jetzt ist er draußen. Was machst du denn? Rage Quit. Warte, was ist jetzt mit unserer Heal? Ist er jetzt gerage quittet? Ich glaube, er ist immer noch verwirrt. er hat dich wahrscheinlich was immer noch. Falsches drin. Jetzt muss er neu kaufen. Was ist los? Hast du sie ausgelockt? Er ist noch im TS. Auf jeden Fall draußen. Am TS ist er noch. Er zieht auf den Boss durch. Keine Ahnung, ich muss mich jetzt gleich selber heilen. Der darf nicht seinen Cast machen. Schon. Na wunderbar, schau, da reicht der Damage. Guck, jetzt kannst du dann heilen. Yay. Bloß jetzt brauche ich auch Mana Brötchen. Brauchst du Mana Brötchen? Gut, dass wir zwei Mages haben, ne? Ja. Loft. So, jetzt schauen wir mal, was wir im Säckchen haben. Schuhe. Umhang. Umhang brauche ich nicht. Achso, der empowert die gerade.
Achso, ich muss eh noch kurz am Eingang. Ich hatte ja die Quest noch. Jo, gib die mal ab. Schau, ich nehme mir sogar auch Mana-Brötchen mit. Ich halte dich halt. Musst du deine Waffe noch ändern? Oder bestimmt Stärke? Für was? Achso, ja, schön. Gut, dass du das jetzt erwähnt hast, ne? Ach ja, schauen wir mal, wie hoch ich noch komme. Jetzt bin ich 74. Ja, mal schauen. 76 müsste ich, denke ich, mal noch kommen. Mit 50 angefangen, ne? Genau, ja, heute mit gutes 50. Tempo. Ja, kann man nichts sagen, ne? Jetzt müssen wir mal bloß kurz gucken, weil wir jetzt noch einen DD brauchen. Ah ja, gut, okay, das ging ja relativ zügig. Mal schauen, was wir jetzt für einen Pappenheimer kriegen als DD. Hoffentlich irgendwas, was HOE macht. Ja, schauen wir mal. User left your channel. Ich bin ja gespannt, ne? Ah, Sklavenunterkünfte. Quarry haben wir jetzt. Schau mal an. Gott, ich muss die Quest noch kurz annehmen. Das, merkst du den Fehler in dem Satz? Selber heilen hier. Schau, das Zorn zusammen start. Mal gucken. Backt das schon wieder oder sehe ich? Na, der Worry ist bei mir nicht im Damage Meter, warum auch immer. Ah, okay, ich hatte den vorherigen Kampf, ja gut. Schauen wir mal, ob der was reißt, der Worry. Sogar die Waffen sind bei ihm verzaubert. Ich glaube, der Parler ist nicht so gut für solche Action, dass man die ganzen Mobs weiter sieht. Weil ich vor allem stehen muss irgendwie. Ja, tja, ich will den Priester wieder. Hab mich jetzt gerade umentschieden. Der konnte wenigstens laufen und heilen. Ach, geben Sie mir noch einen Stun mit hier, die Gammelfieh hier. Na gut, das Ding ist, du, so wie wir es jetzt halt spielen, läufst du halt zu 90%, ne? Da hast du mit ein paar da natürlich das Nachsehen. Komm, holen wir die noch kurz ran. Dafür müssten wir jetzt einen Buff haben, oder? Nee. Ja, hast du nicht so eigentlich so einen random Buff? Weil wir sind ja jetzt einer quasi random. Ich glaube, ich lasse den jetzt hier mal stehen, dann ziehen wir oben alles zusammen und gut ist. Und die Müdigkeit merke ich jetzt schon so ein bisschen, ne? Eigentlich wollte ich am Ende noch eins vor Inseln oder so laufen, auf gechillt, aber ich glaube, danach werde ich mich dann definitiv in die Haier verziehen. Du mit deinen Inseln. Das verstehe ja. Ich eh nicht. Ja gut, ich will halt die Mounts haben, ne? Ja, schön. Daher. Drei habe ich. Hast du eigentlich welche bekommen, oder? Ja, drei Viecher habe ich, ne? Neun sind es halt insgesamt, also sechs Stück sind noch offen. Aber ich mache das halt so, dass ich halt Chars auch mit hochspiele, ne? Mhm. Irgendwann habe ich halt alle Chars auf 120 oben. Dann, ja. Komm, rollen wir euch mal. Ja, da oben steht er schon wieder und castet seine Hervorrufung. Musst du auf Zack sein, ne? Wenn du Damage machen willst. Mhm. Hier kommt man sonst ja nicht hinterher.
Ja, gut, muss man halt zügig unterwegs sein. Ich könnte ja auch noch Katzenaffinität nehmen, dann hätte ich noch mehr Movement Speed, ne? Nein, bitte nicht. Aber dann hast du halt das Problem, dass ich habe ja jetzt Eulenaffinität drin, da haben meine Spells mehr Range, ne? Und das ist halt schon deutlich besser, wenn wir hier mal stehen, dass der Paladin mich heilen kann. Ich bin gestunt. Oh, Hand des Schutzes. Ja, jetzt wird hier halt verklopft, ne? Oh. War, glaube ich, nett gemeint, aber... Ja, nur Peak. Ach, nur. Nee, stimmt. Das war der Falsche. Ich hätte einfach das Ding Autoopferung nehmen. Ey, Retz. Ja, der Paler soll dich doch retten. Das stimmt, ich muss dich retten. Ja, das Lawfall. Da war ja was. Nice, können wir die Map skippen. Oder auch nicht. Danke sehr. Ditch. Habt ihr da jetzt gemacht? Ich wäre Fliegen drauf gemacht. Bin geroutet, ne? Du hast einiges geaddet. Feuerregen, komm. Weg mit dir. So, jetzt kommt der interessante Boss. Ich glaube, was Bestes ist halt echt ein Druid-Heal oder ein Priester, ne? So Druid-Heal war hier am angenehmsten. Mit Laufen und allem, das ist... Ich spiele ja beim Priester auch bloß den Burst-Heal. Den anspiele ich ja gar nicht. Der wäre genauso. Sag mal, was du kannst. Zieh mich hoch. Okay, ziehen wir mal. Wow. Ich bin durch die Wall gestorben, ne? Ich zu wenig Life hatte. Tja, wir haben kein Battle Rats. Zieh den Worry hoch. Ja, das wird er nicht überleben. Das wird nicht gehen. Der Enrage ist Viech. Ja, wenn er richtig Damage drückt, dann geht das. Ich will jetzt ungern laufen. Ach komm. Fliegen. Dem hätte es jetzt Bob geben können. Auf keine Ahnung, das wird nix. Also da hat der Priester mal rausgehalten, ne? Eieieiei. Kriegt der den noch, den Loot? Das war's out of range. Da kommt die Putt. Ich muss ihn ein bisschen kiten. Haut ordentlich auf Fresse. Ja, der Mage kitet den gerade auch. Aber der hat jetzt gerade seinen Enrage drin. Bleibt dann liegen, falls ihr sterbt. Ich kann euch dann vielleicht retten. Das geht wahrscheinlich schneller. Ich bin jetzt schon den halben Weg gelaufen. Ich lasse noch was adde hier. K dann noch. Tellerlauf. 14. Eiler ist tot, nur noch der Mage lebt. Einfach nur weglaufen von dem Dude, kite ihn einfach nur, mach keinen Schaden drauf, ich bin gleich bei dir. Nee, gleich. Gut, ne, hier. Gut, vielleicht ist gleich ein bisschen übertrieben gewesen. Nein! Damage ist down. Da ist noch Infight. Ah, mit was ist der Infight?
Ne, er läuft zurück, oder? Achso, ja, er läuft zurück, Schatz. Ah, ne, der hat dich wohl. Oder? Also, er ist immer noch bei 9k. Ja, aber mit was? Er geht auf Startposition. Doch, jetzt, 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 jetzt ist er voll, siehst du. Fuck. Wir warten auf Retz, oder? Der ist da. Du bist am Mage vorbeigelaufen. Achso, ja, ich retze den Paler, der kann ja Mars retzen. Wenn der hier einen Mars retzt, drückt, dann erwischt ihr doch eh jeden. Oh, okay, das war zu viel für den Worry. Drück mal Ja, Maßritz. der hat irgendwas geedet und es ist auch verreckt. Maßritz, ja. Kannst schon sehen, dass er liefen geht. Solltest du eigentlich mit dem Maßritz an alle rankommen oder nicht? Nope. Hat irgendwie keinen von beiden zugehört. Ich sag, der Mage liegt noch hinten. Mal, wir haben einen neuen Dude hier. Schau mal, ob der was reißt, Zirkel des Szenarios. Oh. Oh. Der hat nicht mal ein Trinket an. Also ein Slot hat er noch offen. Kein Account Gear. Oh. Der hat richtig dreckiges Gear an. 410 Erfolgspunkte. Scheint sehr neu zu sein. Er zieht aber durch hier, ne? Hallo, schreibt er. Schreiben wir auch mal Hallo. Hi. Ne, ihr schreibt im Gruppenchannel immer so, geht das. Leute hier, ihr Amateure. Sie haben Instanz-Chat schreiben. Ah, lol. Ich krieg erst mit 66 meinen Mars-Rats. Echt? So spät erst? Das und es kam wohl erst mit 66. Nee, bin ich nicht. Das ist nur so ein Hobbymäßig nebenbei. Schön wär's, ja. So, jetzt aber nochmal volle Konzentration. Auf geht's. Außer Reichweite. Dumme Krabbe. Der Boss ist, glaube ich, einer der hart-hittetsten Bosse überhaupt hier in Burning Crusade. Er rotzt richtig raus. Nehmen wir den mal ein bisschen passiver. Lol, ich bin ja nett. Er hat Hallo geschrieben und ich habe auch Hallo geschrieben, ja. Also, ich bin ja nett. Guck mal, für einen Neuling spielt er gar nicht so schlecht. Ja. Das ist nur ein neuer Account, weil er gebannt wurde. Wenn du über die gleiche E-Mail einen neuen Account dann anmeldest, hast du ja die gleichen Erfolgspunkte. Er scheint komplett aber frisch wenn er zu sein. Ist, dann weiß nicht, kann er sich damit der gleiche überhaupt neu machen? Ja, es kann natürlich sein, dass sein kompletter Battle.net-Account weggebannt ist, aber das, da musst du, glaube ich, schon einiges anstellen. Musst du schon zu Blizzard hinfahren und den Vielleicht auf den Teppich hat er den pissen. Benutzt. Ja, da, die haben übertrieben. Aber das ist, glaube ich, nur temporär. Gebannt. Ich hatte mein Licht des Martyrs hier nicht drin. Was auch immer das sein mag. Dass der kleine starke, die kleine starke Heilung, bin entsetzt. Genau entsetzt, wie schlecht die Heilung ist. Ich krieg die da mal weg. Das grittet halt nicht mal alles durch. Bin halt komplett verängstigt. Oh, jetzt haben wir nochmal desorientiert, komm jetzt hier. Jetzt muss ich im Kreis Schön, laufen. Drauf. Meine Herren hier. Normalen, okay. Anderes abnormal. Interessant. So.
Wollt ihr nach einmal Wattle queuen oder wollen wir uns nicht dem Stratholm-Roulette hingeben? Wir müssen da überlegen. Stratholm ist halt schon eher die gammeligere Geschichte. Einmal können wir es ja machen. Also Wattle. Nicht Stratholm. Stratholm auch einmal. Ja. Und dann gehen wir alle offline. Nee. Es ist halt echt zu überlegen, ob du, wenn du Stratholm hast, dass du einfach rausliefst und in der Zeit questest, wo du den Dieber fasst. Das ist wahrscheinlich sogar echt. Beim nächsten Mal weitermachen. Ist wahrscheinlich echt effizienter. Was frisst? Das ist irgendwie. Ich hab jetzt schon. Nicht. Irgendwas mache ich falsch. Ich habe jetzt schon meine Eigenheilung gedrückt und Barkskin. Und Active Mitigation oben gehabt. Das waren da zwei Mobgruppen, ne? Naja. Könnte besser sein. Ich glaube, ich pre-hot mich jetzt immer, wenn ich eine Gruppe pull. Mal einen Pull-Timer und Ready-Check. Das nenne ich mal Vertrauen in den Heiler. Man muss immer so ein bisschen ausprobieren, ne? Wenn du warst, ja kein Problem, aber irgendwie hier kommt nichts an. Ja, Pala ist halt ein bisschen blöd, weil er halt nicht so mobil ist. Aber im High ist er halt nice. Also PvP vor allem will ich den mal. Aber zur Zeit PvP? Bin ich eher so auf Priester. Priester Heal, aber der ist halt 27 jetzt erst. Na gut, da hast du noch ein bisschen was vor dir, ne? Ja. Ach ja, schauen wir mal. Dann melden wir danach Wattle an und dann gucken wir mal, ob wir eine vernünftige Eni kriegen. So, Asiolna Rub wäre vielleicht ganz schick. Ich verstehe toll. Aus dem Breath rausgehen. Einer wird da anvisiert. Achso, der hat mich anvisiert. Ja, genau, einer wird anvisiert. Ja, ich habe ihn ja weggedrückt, aber dann. Das war. Das war die letzte Frage. Der muss halt quasi sich alleine hindrehen. Oder spreaden am Anfang schon alle, sonst passiert genau das, dass halt die Leute weggebrefft werden. So, dann. Achso, jetzt müssen wir ja gucken, weil wir jetzt so ein Render dabei haben, ne? Na schau, der will mitkommen. Ich hab bestimmt gehört den Stream. Unwahrscheinlich. So. Die dauert relativ lang, ne? Ach ja, Nexus. Aber alles ist besser als Stratholm. Das ist richtig, ja. Da kannst du einiges an Quests nachholen. Daman haben wir 1, na wunderbar. Tja, jetzt ist die Frage, Big Pull oder nicht? Pull, er hat dich. Er hat dich, ja. Aber ist er jetzt noch im TS, oder? Ja, scheinbar. Ist aber gemutet. Stalkt er uns jetzt? Keine Ahnung. Also. Der 14-Jährige von vorhin war auch die ganze Zeit da, dann ist er ganz kurz in den Sleep-Ordner hochgerutscht. Vielleicht weil er AFK ist die ganze Zeit. Aber offline. Bin eingefroren. Das Display wäre ganz gut.
Der Dude da oben lebt irgendwie auch noch, ne? Na, siehst du, gut, dass ich nicht alles gepult hab. Warte mal, krieg ich nicht. Ah, Moment, ich müsste doch jetzt auch gleich Dings kriegen. Egal, was ich da reindrück, das crittet nicht. Okay. Manchmal ist das ganz gut. Ach, wieder nichts gekriegt hier. Ah, jetzt haben wir die auch noch an den Hacken. Wenn das sofort haben, die ein bisschen mehr live als in den anderen E's drüben. Irgendwie spackt mein Recon ständig rum. Irgendwie ist da immer einer nicht sichtbar, ne? Von mir ist der Warrior auch nicht drin. Ah ne, wir haben gar keinen Warrior. Wir haben gar keinen Warrior, das ist Hexen. Der Hexenmeister ist auf jeden Fall. Weil der Mage drin. Ist bei mir nicht drin. Bei mir sind alle drin. Bei mir sind auch alle drin. Ja, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie spackt das rum. Ich verstehe es auch nicht. Wahrscheinlich, weil es er nicht hat, aber. Was wie. Nö, das dürfte eigentlich nichts ausmachen. Wie lange ich jetzt nur level? Ja, so bis hier eine Stunde noch voll ist, also quasi noch 20 Minuten, dann haue ich mich, glaube ich, in die Falle. Also nicht mehr so lang. Danach brauche ich sicher Mana. Boah. Alle auf dem Zahnfleisch, ne? Hier vom Live. Ich hab keinen Mann. Ich retz den schon, reck du mal. Beim übernächsten Boss dürfen wir nicht vergessen, dieses Item einzusetzen, ne? Da habe ich schon öfter die Quest nicht bekommen, deswegen. So, auf geht's. Bleib hier, ich zieh dir um die Ecke rum. Ja, irgendwie, ne? Etwas. Also irgendwie ist das gerade ziemlich shitty hier. Von gestern, also still. Kann ich sie nicht mehr CC, jetzt habe ich alle meine CCs raus. Um die Mobs einzeln wegzukicken, ja, ich würde so wieder sterben. Ich hatte wieder Stille. Ich glaube, die machen wir einzeln, dann machen wir das noch gechillt fertig. Kill zumindest die noch, dann könnt ihr mich retzen, will sie wieder komplett reinlatschen. Schon wieder Stille. Du hast was für Gelder war es besser, hä? Oder die Mobs sind hier alle auch ein bisschen gammelig, weil sie die ganze Zeit silenzen. Zieh die raus. Ups, ich glaube, ich habe einen Fehler. Was für ein Fehler? Nix, ich sag's dir, falls es wirklich so ist. Immer noch die Waffe? Nee, also nicht, nicht doch, nur. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht so ungefähr. Gott. Also ich habe jetzt wieder aus Zweihandschwert gewechselt und jetzt kommt wesentlich mehr Crits an. Weiß nicht. Warte mal, hat ein komischer Paler nicht ein Schild und eine Einhandwaffe an? Ja, eben schon, aber irgendwie, jetzt wo ich aus Doppelhandschwert gewechselt habe, macht's mehr. Bist du retarded? Du hast ein Stärkeschwert an. Das macht aber mehr, weiß ich nicht. Nein! Hat gerade das Schild drin. Zieh bitte eine Einhandwaffe mit Zaubermacht an und ein Schild. Aber keine Ahnung, du kannst doch nicht mit einem Stärkeschwert rumlaufen. Ah, du schaffst mir echt. Wahrscheinlich hast du auch noch Stärke-Trinkets und so ein Käse an, oder?
Achso, ja, natürlich. Du hast einen Ausdauer. Verwandelt. Was hast denn du für eine Scheiße an? Du bist ja zweimal useless an. Ja, da ist es. Du hast ein Trinket an. Mit Ausdauer und gutes Tentakel, das kann man machen. Ja, aber du musst auch ein Schild anziehen dazu. Ja, ich hab doch gerade gesucht. Aber du hast jetzt, du hast auch eine Stärke Einhand an, ne? Ja, ich schau gleich. Das Inventar ist bloß komplett voll und ich hab's ja gerade ausgelegt erstmal. Okay. Da ist die Richtung. Ich glaube, das ist auch falsch, was du jetzt anhast. Das ist wieder ein Stärketeil. Weißt du, ja. Ja, muss Zaubermacht draus muss sein. Wahrscheinlich erstmal eins rausholen aus dem Ding. Was ist denn da? Ist halt klar, dass du nichts heilst, wenn du die ganze Zeit irgendwelche Mini-Stärke-Waffen anhast. Du bist mir schon so einer, ne? Hier den anderen Heiler flamen. Und die ganze Zeit Heal spielen wollen und dann hier so eine Schicht. Ich hatte das Richtige drin, aber irgendwie kann. Da ist sie doch. Okay. So, kann ich jetzt Inka mitnehmen? Wunderbar. Ja, endlich. Wenn man randvolles Inventar hat, bringt das halt nicht. Eieieiei. Schmeiß halt einfach was weg, aber das ist halt eh alles nichts wert. Runtergefallen wahrscheinlich. Runtergesprungen. Okay. Jetzt nochmal Dings, Bollwerk mit zu großem Puls, ne, und Inka, dann geht was. Aber das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr drin sein. Ach ja. Einmal mit Profis, ja. Ja, wenn du das nicht überprüfst, ne, dann... Ich dachte, vielleicht wechselt das von selber was. Was machst du denn da schon wieder? Mana-Regen, hab ich doch gesagt. Jetzt da. Die Mobs tot. Was eine große Hilfe. Boah, ich hätte glaube ich ins Bett gehen sollen, ne? Kennt ihr diesen Punkt, wenn ihr denkt, geh ich jetzt in die Haie oder mache ich noch und dann. Ziehst du noch durch und bereust es danach, weil du denkst, okay, das war einfach nur noch Kacke jetzt. Naja, du kriegst ja trotzdem dein Level. Ja, aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis kriegst du das Level? Nerven sind blank. Das kennt man sehr gut, ja. Gibt's in verschiedenen Lebenslagen, nicht nur in WoW, wenn du jetzt irgendwo feiern bist, du überlegst, ja, gehe ich jetzt oder vielleicht wird's ja noch cool und bleibst halt noch und dann bereust es, dachte du, shit, wäre ich lieber vor einer Stunde oder zwei gegangen, ist eigentlich nicht mehr so nice geworden, also gibt's in verschiedenen Lebenslagen. So dieses Ding, ja, man könnte ja was verpassen, kennt ihr das? Ja, ich pre-hotte mich jetzt jedes Mal hier. So ein Noob. Hier ist sicher. Da los, ich bin jetzt in irgendeiner random Trash-Gilde. Und hier verlassen die ganze Zeit irgendwelche Leute die Gilde, ne? Aber wenn wahrscheinlich. Obwohl, so viele sind noch gar nicht drin. 94. Hab ich vorher reingeniniert. Gar nicht so viele, 94. Ja, es sind insgesamt in der Gilde, es sind halt nicht viele Leute. Achso, ich dachte 94 online gerade. Nö, hey, was sind hier online? Mit Czerny, 10 von 94 sind online.
Wollen wahrscheinlich auch alle reingehen in der Zone. Jetzt müsst ihr das Item benutzen. Das stimmt, da war ja was. Ah, okay, das hat 5 mitgezählt, perfekt. Also dafür war schon 14-Jähriger, oder? Das war, der war gemeint. Wer 14-Jähriger? Was angehört hat wie ein Mädchen da. Oder weiß ich wirklich ganz. Ja, der wird 14 oder hat gesagt. Der Mädch meinst du, ne? Also schon ein Mädchen dann. Hä, nee, hat der war. Angehört. Das hat ein 14-jähriger Junge. War kein Mädchen. Hat sich auch voll so angehört. Hier kannst du Hose wieder zumachen. Deswegen habe ich ja gesagt, er muss sein Mindestalter von 14 auf 18 erhöhen. Achso, das meinst du? Mein Mindestalter ist bei 18. Der hat sich halt hier reinschlawinert und dann, ne? Was machst du dann? Sagst jetzt du kennt er deine IP-Adresse. Das war's dann wohl mit deinem Server. Tilla DDoS. Er wird dich jetzt stalken, die ganze Zeit. Ja, wahrscheinlich, ja. So, ah, wir polen jetzt ein bisschen mehr, ne? Hier, jetzt. Obacht. Zahle ich ja wieder genug. Bewegungseingeschränkt. Zeig, was du kannst. Oh, ich bin betäubt. Zieh mal HT, sonst gehen wir hier hops. Besser. Da haben wir. Ach ne, du bist ja auf, nicht mehr auf dem Hunter, ne? Mit 80 krieg ich jetzt als Mage. Alle CDs hier rausziehen, die ich hab. Eieieiei. Ja, stimmt, Zeitumstellung ist jetzt auch, ne? Ich hätte lieber früher ins war Bett die gehen nicht sollen. Schon da? Ja, die war grad. Deswegen haben wir jetzt 3. Oh. Oh. Stimmt, dabei, was? Das war ja gerade im West 2. Egal. Ab nächsten Jahr gibt's das eh nicht mehr. Ja, mal gucken, ob dann bis Sommer- oder Winterzeit. Weiß gar nicht. Nehmen wir einfach die Zeit, wo es einem schnell weniger vorkommt, wenn man länger schläft. Oh, sorry. Klingt ja am Plan. Ist dann ja immer, ne? Man hat's nicht leicht. Und auch noch eine Folge, oder? Nee, ich gehe dann definitiv ins Bett. Ich auch. Das ist schon echt spät. War schon wieder zu viel WoW für heute. Zu viel, ja. Sich immer an diese Hinweise halten, die am Anfang vom Ladebalken kommen. Wenn man auch mal nach draußen gehen soll, ne? Aber mit PlayStation war doch mal, da kommt doch auch immer dieses Epilepsie-Zeugs. Und ja, nach jeder da habe ich weniger Erfahrung. Machen soll. Wenn du Ubisoft spielst, das ist immer am Anfang. Bei Assassin's Creed oder so. Da steht ja, das stimmt, nach da einer Stunde immer 15 Minuten Pause ja, an. Ja, bei der PlayStation ist ja mittlerweile, wenn du sie einschaltest, schon am Anfang. So. Das haben sie ja da schon eingeführt. Obwohl kein okay. Mensch, glaube ich, das wirklich macht. Nach einer Stunde mal eine Viertelstunde aufschalten. Schau, ja, ich mach das auch mal hier eine Pause. Stunde aufnehmen, 5 Minuten Pause. Okay, Viertelstunde und dann gehst du mal kurz was essen und deswegen machst du Pause. In die Cafeteria. Oh. Das so. Ach so, ja gut, das, ne, das ist das andere. Aber das ist in der Arbeit mit dem PC, eine andere Geschichte. So, ein Bäumchen brauchen wir, jetzt müssen wir den absichtlich pullen. Ach, gehst ran und bist wieder im Stun. Mimimi. Ich glaube, der Hexmeister weiß nicht wohin. Wissen Sie, haben wir den verloren? Der steht noch bewusst. Ja, ich vermute, der wird jetzt dann gleich hier was pullen.
Dreade unterbrechen. Perfekt, jetzt haben wir die Quest, noch ein Endboss. Das ist der AFK oder wie? Ah, der ist offline, noch besser. Wir haben mal einen Steckel gezogen. Wahrscheinlich gerade auf die Uhr geschaut, was? 3 Uhr? Ich dachte, ich muss ins Bett. Naja, muss mal schauen, wo er bleibt. Zumindest scannt er den Weg. Kommt wohl gleich erst dazu. Müsst hier hüpfen, ne? Was macht denn der Drache hier die ganze Zeit so seitlich rumhatschen? Seht ihr das? Irgendwas? Ich glaube, hier gibt es so Punkte, wo er... Eiler, kurz springen. Genau. Bewegen. Den Debuff. Ja. Resettest du dadurch. Super, jetzt dauert das halt ewig hier mit dem Damage, wenn wir weniger sind. Also irgendwie gehe ich nicht so wirklich voll, ne? Du hast auch durchgehend einen Dot drauf. Ich bin die ganze Zeit am Springen wie so ein Blöder und das andere kannst du displayen. Ja, der ist sofort wieder drauf. Und habt ihr jetzt den Unterschied gemerkt zwischen der Instanz und den Dings-Instanzen, den PC? Die war wesentlich angenehmer. Das PC meinst du? Ich weiß nicht, die hier fand ich jetzt eigentlich relativ. Ja, weiß ich nicht, also viel hat sich jetzt nicht genommen, weil hier ist halt jetzt relativ lang, ne, die Instanz. Aber kannst du dein Ding genauso Pech haben, wenn du Akatras kriegst, ist halt genauso ätzend. Na, ah, das wird nicht mehr ganz reichen, oder? Für noch ein Level. Schade auch. Ja, aber immerhin bin ich jetzt 75, fast 76 sogar. Ja, aber sind 5 Level mehr, als ich machen wollte. Perfekt. Jetzt kommt der Ex-Meister und hat nichts gepult. Na siehste. Ja, Stratholm, du. Nee, noch eine Folge mache ich jetzt nicht. Jetzt sind wir bei 57. Ich werde jetzt nicht noch eine Indie machen, dann kommen wir bestimmt wieder in irgendwas Langes rein, wie Stratholm zum Beispiel. Dann gehen wir offline. Du kannst jetzt ohne Stream starten und mal starten. Wollen wir einfach mal starten und gucken, was wir kommen? Okay, das machen wir jetzt mal. Wenn wir Stratholm kommen, also nur wenn wir eine ganz, nur wenn wir als Yolnarub kommen, gehe ich jetzt offline. Können wir das ja noch machen. Irgendeinen traurigen Random da in die Instanz reinbaiten und dann alle offline gehen. So, das haben wir mal alles weg. Der Hexer, der will nicht mehr mitkommen. Das ganze Stoffzeug kannst du alles weghauen, das will eh kein Mensch haben. Arcana-Foliant, ja, vielleicht. Da kickt den Hexer mal. Wir können ja auch einfach die Instanzgruppe verlassen. Oder wollt ihr ihn kicken? Einladung rückgängig machen? Nö, ich hab ihn gekickt. Achso. Ging ja, muss ja gar nicht, weil der vorher schon in der Gruppe drin war. Er ist da wahrscheinlich jetzt eh wieder ewig, bis wir ihn kriegen. Um mittlerweile 3 Uhr nachts. Ist halt immer noch nur ein DD, was fehlt. Ja, aber wenn halt einfach keiner da ist, dann ist keiner da, ne? Stimmt. Dann hast du Pech gehabt. Ja, immerhin 11 Tränke habe ich noch, die werde ich denk ich gar nicht brauchen. Ich glaube, ich habe mir am Anfang geschickt, irgendwie so. Ich glaube, 20 habe ich mir geschickt, ne? Jetzt bin ich eh schon 75. Bestimmt wird dein anderer Charles eigentlich auch ein Dudu, oder? Nee, den mache ich zum Paladin, weil da gibt es einen extra Paladin-Mount noch. Weißt du? So wie beim dunkleisen Zwerg. Genau, ja.
Und deswegen werde ich den auf jeden Fall zum Paladin machen. Das sind zwar auch coole Druid-Gestalten, aber ne, ein Mount ist dann halt wichtiger in dem Sinne. Kannst du theoretisch den Main-Tank einfach umändern für die Gestalt? Das habe ich mir halt auch schon überlegt, ob ich den zum Eigentlich Ding mache. Lohnt sich schon, weil der schaut schon richtig geil aus. Ja gut, Drogtaron, das mache ich jetzt nicht mehr. So Leute, das war's heute für die Episode. Ich wünsche euch eine gute Nacht, euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.